So, mit ein bisschen Verspätung, herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Programmierung. Wintersemester 14/15. Das müsste ungefähr die sechste Vorlesung sein und mir ist es immer noch ein bisschen zu laut. Ah, ich kann das hier runterziehen, Moment. So besser? Nee, so ist zu leise. 21, 22, 23, so. Früher gleich gerade am Anfang, wir machen uns ein bisschen Sorgen, ich bin ein bisschen erkältet, sorry. Wir machen uns ein bisschen Sorgen wegen der Hausaufgaben. Die Anzahl der Abgaben war letztes Mal noch ganz okay, diese Woche habe ich noch nicht genau geguckt, aber wir haben bei der letzten Hausaufgabe deutlich weniger Punkte vergeben können, als bei den ersten. Bei den ersten hatten so das Gros immer so 80, 90% der Punkte. Diesmal sind wir so bei 60, 70% der Punkte. Und zwar meine ich die Hausaufgabe mit diesem Breakout Pong. Die war in der Summe, glaube ich, zu komplex. Wir haben nicht das Gefühl, dass da Dinge drin waren, die ihr nicht verstehen konntet oder die keiner kannte oder die in der Sache noch nicht richtig erklärt worden waren. Aber es war eine blöde Idee, dass die Steine sich verschieben sollen, wenn man dagegen schießt. Das hat das unnötig kompliziert gemacht und es war dann einfach nochmal eine Indirektionsstufe mehr und nochmal deutlich schwieriger auszurechnen, wann habe ich jetzt so einen Stein getroffen oder nicht, ohne jetzt zu tieferem Verständnis für Arrays beizutragen, was der eigentliche Sinn der Aufgabe gewesen ist. Ich hoffe mal, dass das mit dem Barcharts jetzt so ein bisschen leichter gefällt. Wie war die Barchart-Ausgabe? Okay, mal so Daumenbewegungen. Okay. Wir hatten tatsächlich bei dem Pong das Gefühl, ah, wenn wir dann nur die Steine wegmachen, dann ist es doch genau wie Breakout, was ich in der Vorlesung vorgemacht habe. Das ist zu einfach. Und deswegen hatten wir diese kleine Indirektion da eingebaut, ohne es selber richtig auszuprobieren, wie viel Komplexität das dann verursacht. Sorry. Gut. Weswegen ich das jetzt nochmal erzählt habe, das Problem ist jetzt so ein bisschen, wir haben echt Sorge, dass wir ein paar von den Leuten, die noch nicht so viel Vorerfahrung haben, nachhaltig frustriert haben. Das wäre wirklich schade. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir versuchen bei den nächsten Hausaufgaben da besser aufzupassen. Dass man sich mit der Aufgabe, mit diesem Breakout-Pong ein bisschen mehr getan haben, lag dann letztendlich nicht daran, dass man irgendwelche Programmierkonstrukte nicht richtig gelernt hat oder verstanden hat. Die Aufgabe war einfach zu viel Brainfuck. Ne? Also es lag nicht an euch, es lag an uns. Okay. Damit es jetzt aber nicht langweilig wird, machen wir dann trotzdem heute mit fröhlichen neuen Konzepten weiter. Und was wir machen wollen, ist, wir fangen mal an, so ein bisschen ja, Graphical User Interface Elemente zu programmieren. Bis jetzt hatten wir reine Spielesachen. Aber jetzt wollen wir mal so klassische Bedienungselemente für Programme haben, also so Buttons und Textfelder, wo man Eingaben macht und irgendwelche Checkboxen oder sowas, alles, was man braucht, um irgendein Formular zu bauen. Dabei werden wir feststellen, brauchen wir auch benutzerdefinierte Klassen oder benutzerdefinierte Typen. Also wir werden heute mit objektorientierter Programmierung anfangen und werden feststellen, dass das nicht so schwer ist. Hoffe ich mal. Damit werden wir uns schwerpunktmäßig jetzt die nächsten 2 oder 3 Wochen, glaube ich, fast bis Weihnachten beschäftigen. Und dann haben wir eigentlich das Werkzeug zusammen, das man so braucht, um einfache Programme zu schreiben. Okay. Als Projekt für die nächsten Wochen habe ich mir überlegt, machen wir so eine To-Do-Liste. Das ist so ein relativ simples Graphical User Interface. Ich stelle mir vor, dass ich hier oben so eine Menge von Topics habe, die ich erledigen möchte. Hinter dem Topic ist immer so eine Checkbox, wo ich klicken kann, wenn ich das geschafft habe. Und hier unten gibt es so ein Eingabefeld für neue Aufgaben. Da habe ich schon mal Part hingeschrieben. Wenn wir dann fertig sind, können wir da noch ein Y anfügen, damit wir wissen, dass wir da noch was Wichtiges zu tun haben. Und dahinter gibt es dann so einen Add-Button, wo ich draufklicken kann und sagen kann, hier, mach das doch mal. Und vielleicht wäre es cool, wenn wir noch einen Reset-Button hätten,
dass man das Ding hier wieder zurücksetzen kann. Lass uns das auch nochmal machen. Da steht Reset drin. Oder Clear oder was immer wir wollen. Okay, solche Sachen wollen wir jetzt mal programmieren. Und tatsächlich ist es ungefähr das gleiche wie Breakout. Werden wir gleich kennenlernen. Okay. Moment, sorry. Wir haben bisher als Datentypen kennengelernt, so diese elementaren Datentypen. Zahlen, Buchstaben, boolesche Werte, Zahlen mit Nachkommata, alles Dinge, die in eine Hauptspeicherzelle passen. Das heißt, für dieses XPOS gibt es nachher hier irgendwo im Hauptspeicher eine Zelle und da steht dann direkt, die bezeichnen wir mit XPOS oder die Adresse dieser Zelle oder die Nummer dieser Speicherzelle haben wir uns gemerkt und in dieser Speicherzelle speichern wir direkt den Inhalt der Variable ab. Wir haben angefangen mit Strings zu arbeiten. Strings sind eigentlich eine spezielle Art von Array. Das ist ein Array of Character. Die können sehr lang werden. Ein paar tausend Buchstaben, ein paar Millionen Buchstaben. Überhaupt kein Problem. Kommt Java locker mit klar. Aber schon so kleine Strings sind sehr schnell so lang, dass sie eben nicht mehr direkt in einer Speicherzeile abgespeichert werden können. Und deswegen macht Java oder machen die meisten Programmiersprachen genau den gleichen Trick, den wir auch bei Arrays machen. Wenn ich eine Variable habe, Text, dann merke ich mir in dieser Speicherzelle, ah, shit, ja, okay, müssen wir nochmal machen. Wenn ich eine Variable habe, Text, dann merke ich mir in dieser Speicherzelle, wo tatsächlich, heute ist ein schlechter Tag für die Wissenschaft. Das ist, weil ich erkältet bin. Da funktioniert nichts. So. Dann merke ich mir in dieser Speicherzelle nur, wo tatsächlich dieser Text liegt. Und ich mache irgendwo anders eine ganze Gruppe von Speicherzellen auf, viele, viele hintereinander, typischerweise zusammenhängend. Und da speichere ich vielleicht in einer Speicherzelle nur einen Buchstaben. Ne? Das heißt, hier steht dann H drin, da steht E drin, da L, da L, da O. Und die erste Speicherzelle oder den Anfang dieses Speicherblocks, die Nummer dieser Speicherzelle oder die Adresse dieser Speicherzelle, das ist bestimmt die Speicherzelle 4242, die merke ich mir hier oben. In dieser Textstelle. Im Großen und Ganzen fühlt sich nachher so eine String-Variable genau an wie eine Integer-Variable. Ich merke den Unterschied in Wirklichkeit eigentlich nicht. Da haben die auch extra noch ein paar Tricks gemacht, dass ich mir da im Großen und Ganzen nicht viel Gedanken machen muss. Es gibt ein ganz paar Stellen, wo das durchscheint, weswegen ich da jetzt hier so drauf rumreite. Wir werden gleich mal einen String-Vergleich machen. Wir wollen so ein If. In der Variable Text steht das Wort Hallo drin. Wenn wir so eine Fallunterscheidung machen wollen, ist es falsch zu schreiben, damit gleich zu arbeiten, dann muss man mit Equals arbeiten und wenn wir gleich soweit sind, komme ich hier zu dieser Stelle zurück. Okay, wenn ich ein Array habe, dann ist das im Prinzip das Gleiche. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwo eine Speicherzelle, ich mache es mal hier drunter, auch wenn das normalerweise noch nicht hingehört, Value List. Darin merke ich mir nur einen Zeiger und dann habe ich hier eine Folge von ungefähr 23 Speicherzellen, wo ich dann in diese einzelnen Speicherzellen einzelne Zahlen reintun kann, also eine 23, eine 13, eine 7, eine 5, eine 31, alles Primzahlen, weiß ich nicht genau. Okay, solche Dinge. Kann ich dann machen. Und dann kann ich auf diese einzelnen Speicherzellen halt mit diesem Index immer zugreifen. Ich kann sagen, ValueList, eckige Klammer auf 0, eckige Klammer zu. Das meint dann diese Speicherzelle, die erste Speicherzelle hier in diesem reservierten Block.
und dann kriege ich den Inhalt von der Speicherzelle. Okay, wir werden jetzt gleich zusätzlich zu diesem ganzen Kram benutzerdefinierte Typen kennenlernen, sogenannte Klassen. Und bevor wir das tun, versuche ich ein bisschen zu motivieren, warum wir das tun. Und dafür hätte ich mal besser schon mal mein Programm gestartet. File. Ich habe das gestern Abend schon mal ausprobiert, aber wir machen dieses Probe jetzt hier mal weg. Und den ganzen Kram hier auch. Das brauchen wir jetzt nochmal neu. Vielleicht so. Entschuldigung, das ist noch Sachen von gestern, wo ich das ausprobiert habe. So, jetzt sieht es wieder so ungefähr aus, wie wir es kennen. Na? Jetzt habe ich also ganz normal meine Setup-Methode und meine Draw-Methode. Und was wir heute als erstes mal machen werden, das ist so ein Klassiker, wenn man Programmieren für ein Graphical User Interface baut. Wir bauen einen Click-Counter. Na? Oh. Irgendwie Klick. Was wir wollen, ist einfach so ein Fenster. Ja. Pfeil. So, und da drinne wollen wir so einen Counter haben. Irgendwie, machen wir so ein Feld. Da steht von mir aus eine 42 drinne. Und dann wollen wir so einen Up-Knopf haben und einen Down-Knopf. Und wenn ich auf den Up-Knopf klicke, wird die Zahl 42 um 1 erhöht. Und zwar jedes Mal, wenn ich da draufklicke, um 1 erhöht. Und wenn ich auf den Down-Knopf drücke, wird es runtergezählt. Das ist so eine elementare Übung, um Buttons zu implementieren. Das machen wir jetzt mal. Okay. Ist ja nicht so schwierig. Wir wollen das erhöhen und runterzählen. Jedes Mal soll sich die Anzeige aktualisieren. Also was wir brauchen werden ist, wir müssen das Bild in der Draw-Methode jedes Mal neu zeichnen, damit wir das alte Image loswerden und ein neues bekommen. Dafür machen wir natürlich als erstes mal so einen Background. Weiß, ne? 255, 255, 255. So, und dann machen wir uns dieses Label, wo wir anzeigen wollen, wie oft schon geklickt worden ist. Das geht mit dem Textkommando am einfachsten. Da müssen wir sagen, welchen Text wollen wir denn ausgeben. Dafür brauchen wir irgend so einen Counter. Den müssen wir uns wieder merken. Das machen wir auf der File-Ebene, weil das eben über mehrere Ausführungen von der Draw-Methode hinweg immer wieder zugreifbar sein muss. Den nennen wir von mir aus mal Counter und den initialisieren wir noch mit 0, der Vollständigkeit halber, damit wir wissen, was da am Anfang drin steht. Und dann sagen wir, okay, gib doch einfach mal diesen Counter aus und tu das an der Stelle 200, warum denn nicht, 250, 250, mitten auf dem Bildschirm. Ne? Ich habe wieder einen 600er Bildschirm aufgemacht, wunderbar. So, das läuft, oder? So. Wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich nichts, weil Schrift, weiße Schrift auf weißem Grund. Weiß ich noch, habe ich gestern Abend auch schon gehabt, das Ding. Ich mache mal hier einen Fill vor, direkt, weil das werden wir öfter brauchen. Okay. Hey, da steht eine 0. Jeder sieht's, ne? Die ist ein bisschen klein. Ich habe das mal nachgeguckt. Es gibt eine Text-Width, nennt sich diese Nummer. Nein, Text-Size nennt sich die Nummer. Da kann ich eine Zahl übergeben, wie groß der Font sein soll. 18 Punkte ist irgendwie cooler. Ein bisschen größer. Schon mal gut. So, jetzt ist diese Zahl da so ein bisschen nackig.
schreiben wir noch einen Text davor, also eine Erläuterung, was das denn bedeutet. In Englisch heißt ja nochmal Current Aktueller, Current Counter, ein Doppelpunkt, ein Blank von mir aus, ein Doppelpunkt, ein Blank, Hochkommata. Und dahinter hätte ich gerne die Zahl. Das ist jetzt schon mal das erste Mal Voodoo. Dieses Plus hier ist ein sogenannter überladener Operator in Java. Man kann mit Plus verschiedenste Dinge miteinander verknüpfen. Man kann normalerweise immer Zahlen miteinander verknüpfen, wobei er da schon sehr relaxed ist, ob das Integers oder Floats sind oder Doubles oder Long. Je nachdem, welche beiden Zahlentypen er miteinander verknüpft, führt er eine Addition aus und das Ergebnis ist dann der größere Zahlentyp, der da dabei rauskommt, ungefähr. Man kann mit Plus aber auch Strings miteinander verbinden. Und das bedeutet dann, ich konkateniere zwei Strings, sodass er an den ersten Text den zweiten Text einfach hinten dran hängt. Und um die Sache noch bizarrer zu machen, kann man an einen Text, also weil der erste Operand hier eine Stringkonstante ist, sagt das Plus, oh, ich soll Texte zusammenfügen, nicht irgendwelche Texte plus 1 rechnen. Und dann sagt er, okay, dann muss das zweite ja eigentlich auch ein String sein, sonst funktioniert das nicht. Und an der Stelle meinten sie dann, ach, sind wir mal nicht so, akzeptieren wir auch Zahlen und dann machen wir halt einen String aus der Zahl. Das heißt, die Zahl Counter wird automatisch in einen String umgewandelt und dann wird diese Zahlenstring angehängt an den Text, den wir davor haben. Voodoo. So, Current Counter 0. Ist ein bisschen weit links, finde ich. Rechts, finde ich. 200 hätten es auch getan. So, herzallerliebst. Na? Jetzt brauchen wir einen Button. Also irgendwas, wo wir draufklicken können. Und wenn wir draufklicken, Entschuldigung, da soll ein Text drinne stehen. Und wenn wir draufklicken, dann soll das kurz blinken. Das ist internationale Konvention. Buttons lassen sich so visuell eindrücken. Und dann soll anschließend der Counter 1 größer sein. Na? Ich male jetzt erstmal den Button. Und dann überlegen wir, wie wir das mit dem Draufklicken hinmachen und mit den verschiedenen Farben und all diese Dinge. Okay. Machen wir mal so einen Up-Button. Dafür brauchen wir ein kleines Rechteck letztendlich, ne? Wo wir dann einen Text reinschreiben. Und das machen wir einfach, indem wir wirklich ein Rechteck malen und einen Text reinschreiben. Relativ simple Kiste. Das heißt, wir machen jetzt mal so einen Rectangle. Und das machen wir mal, tja, hier so hin. Das ist, sag mal einer, irgendwelche Koordinaten. 300, 350, nee, x ist 200, würde ich sagen, dann ist es unter dem c, oder? Und das y würde ich jetzt mal so 330 kommen. Bin ich jetzt mal nicht so. Wie breit? 50 gibt einen guten Button. Wie hoch? Komm, wir machen mal. Wir haben 18er Schrift, die wir da reintun wollen. Plus, minus 3, 4 Pixel unten und drüber sind 24. 24? 24. Wer ist für 24? 24. Na? Dann ist die Zeilenhöhe ab jetzt 24. So, rumpel die Pumpe. Okay, wir sollten an dem Fill nochmal arbeiten. Ne? Das Fill haben wir schwarz gesetzt, damit die Schrift schwarz wird. Und das ist aber auch der Fill fürs Rectangle. Das heißt, das ändern wir hier einfach mal. Ich möchte das so hellgrau haben. Das ist so, ich habe das gestern mal ausprobiert, ungefähr diese Farbe. Jetzt könnten wir den Rahmen drumherum wegnehmen, wenn wir wollten, aber den finde ich gerade mal nicht so schlimm. Buttons sind irgendwie immer mit abgerundeten Ecken. Ne, die sind so ein bisschen abgerundet, weil die früher auf den Telefonen so waren. Das kriegen wir leicht hin. Da machen wir mal eine Vierer-Rundung noch dran.
Bei Rectangle kann man als fünften Parameter angeben einen Eckenradius. Da sind die leicht abgerundet. 4 ist zu wenig, ne? So, und da schreiben wir jetzt noch einen Text rein. Nämlich, ja, geh weg. Ab wollten wir das Ding nennen, ne? Wunderhübsch. Und, tja, jetzt brauchen wir x-y-Koordinaten. Das heißt, wir brauchen Text, gibt die Koordinate diese untere Ecke hier an. Ne, beim Rechteck ist es die obere linke Ecke, beim Text ist der Ursprung die untere linke Ecke. Aus Gründen, die nur die Götter wissen. Das heißt, wir brauchen die 200, das ist x, ne? Entschuldigung, wir sind ja noch bei x. Wir müssen hier am Rand irgendwas freilassen und wir hatten jetzt gerade gesagt, 24er Zeilenhöhe, weniger 18 war 6, irgendwie 3 Pixel. Lassen wir mal frei. Und schieben den Text so ein bisschen mehr nach rechts, dass der nicht hier bündig mit dem Rand beginnt, sondern 3 Pixel innen drin. Und die Y-Sache war 330 plus die Zeilenhöhe. Jetzt sind wir ganz unten und dann irgendwie weniger 3. Dann sind wir irgendwie mittig, glaube ich. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ein bisschen rumfummeln zur Not. Entschuldigung. Reicht, ne? Genügend Parameter. So, und irgendeine dunkle Stimme sagt mir, dass wir gerade grau auf grauem Grund schreiben. Das ist auch nicht so richtig zielführend. Hey! Ah, noch nicht so richtig mittig, ne? Also es ist zu tief, definitiv. Tatsächlich scheint hier diese Unterlängen scheinen nach unten rauszugehen, habe ich das Gefühl. Also müssen wir, ach, die minus 3 waren wohl zu wenig. Wir müssen ja nach oben zu kleineren Xen hin, machen wir minus 6. So, und wir sind zu weit links. Wir wollen den Text gerne zentriert in dieser Box haben. Na? Dafür wäre es cool zu wissen, wie breit der Text ist. Das kann man ausrechnen. Hurra. Float, glaube ich. Text Width. Das ist Text Width. Gibt es eine extra Methode für. Genau. Wie breit ist dieser Text? Rechnet mir das aus. Und das wollen wir von dem abwissen. Semikolon. So. Und was haben wir jetzt gewonnen? Wir wollten wissen, wie weit wir nach rechts kommen müssen. Ne? Wenn wir die Breite von dem Rechteck nehmen, die hatten wir auf 50 gesetzt, davon die Text-Widths abrechnen, dann haben wir die Ränder. Ne? Also wie viel freien Platz haben wir an beiden Seiten oder insgesamt, also ich, prinzipiell, wenn das U genau hier am Rand stünde, wie viel Platz ist rechts daneben dann noch frei? Ne? Gesamte Breite, weniger Breite des Textes, ist Breite der Ränder. Und wir wollen rechts und links gleich viel Rand haben, also teilen wir den Kram hier durch 2. Und einfach nur, weil ich schon so oft damit auf die Schnauze gefallen bin, mache ich da mal eine Punkt 0 hin. Brauche ich glaube ich nicht, aber scheint mir irgendwie besser. Und das, was da rauskommt, ist dann die, ja, ich nenne das mal Offset. Offset ist ein Wort, ne? So, und dann machen wir hier Offset hin. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, ist der Text jetzt mittig. Nee, sagt er, ersten Semikolon. Pingelpott, mach das doch selber dahin, wenn du es weißt. Oh.
hey, steht ziemlich mittig. Finde ich cool. Na? Ja, ist jetzt schon der richtige Moment. Lass uns einen zweiten Button machen. Lass uns hier noch einen Button machen für Down. Genau. Dafür könnten wir jetzt den ganzen Kram hier kopieren. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich mache jetzt eine Methode daraus, die uns einen einzelnen Button malt, damit wir zweimal den gleichen Code hinschreiben. Das ist einfach besser. Letztendlich muss man andauernd diese fisseligen Kleinigkeiten machen, immer dieses Fill umschalten und recht und irgendwie und fummeln. Ist irgendwie cooler, wenn man das in eins macht. Also wir nehmen den ganzen Kram hier und tun ihn in eine Methode. Dann nennen wir sie doch Draw Button oder so ähnlich. Na? Und Parameter weiß ich noch nicht, die fallen uns gleich ein. So, und die rufen wir dann da. Wunderschön. Jetzt ist es genau wie vorher. Brauchen wir gar nicht ausprobieren. Jetzt wollen wir aber ja eigentlich zwei Buttons malen. Und zwar halt einmal den Up-Button. Und da übergebe ich jetzt mal den Text, den ich da drin stehen haben möchte, als ersten Parameter. Und dann sage ich, wohin ich ihn haben möchte. Na? Das hat dann die gleiche Signatur oder die gleiche Anzahl von Parameter wie dieses Textkommando hier auch. Eine Beschriftung und dann X- und Y-Koordinate, aber jetzt wird eben um den Text noch zusätzlich ein Rahmen drumherum gemacht und der Text wird gecentert. Okay, und XY-Koordinate war 200 und 350 bei dem ersten, ne? 200 und 330, Entschuldigung. Okay. So, dann müssen wir hier diese Formalparameter definieren, also die Variablen, in der diese übergebenen Werte hier landen. Okay, ich mache mal gerade, damit man das vollständig sieht, hier den zweiten Button auch noch. Das sollte der Down-Button sein. Und den wollten wir ja auf die gleiche Höhe machen, aber eher so bei 300. 50 oder so. Mal gucken. So, jetzt brauchen wir die Parameter, wohin wir diese Werte übergeben. Der erste Parameter ist ein String, Text. Ich bin da sehr fantasielos. Der zweite Parameter ist ein Float, typischerweise XPOS. Und der dritte ist ein Float YPOS. Okay. Na? Und dann müssen wir diese Stellen natürlich hier drinnen verwenden. Das heißt, hier kommt jetzt XPOS hin, da kommt YPOS hin. 5024.5 scheint jetzt erstmal zu stimmen. Hier, wo Text Width steht, müssen wir uns natürlich auf den Text beziehen, auf die Variable. Da übergeben wir ja dann wahlweise nachher gleich Up oder Down. Und dementsprechend müssen wir da das Richtige. Okay, und natürlich an dieser Stelle hier auch um den Text. Text von Text. Das ist nur am Anfang verwirrend. Na? Also das ist eine Methode, sieht man leicht daran, dass eine offene Klammer kommt. Das ist eine Variable, gar nicht zu verwechseln. 200, das war im Prinzip die XPOS. Na? Ja. Und die 330 war die YPOS. So. Funktioniert das jetzt? Wow. Schon nicht ganz falsch. Na, ich finde den Down-Button hier noch so ein bisschen gequetscht. Der ist so ein bisschen beengt. Das kriegen wir hin, wenn wir jetzt sagen, ach, 10 Pixel mehr. Ne? Das ist die Width. Genau. Oh, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Nase. Ihr habt jetzt den Ton auf dem Video. Sorry.
Hat nicht geholfen. Warum nicht? Schlamperei. Ja, ich sehe es. Habe ich das nicht gerade geändert? Okay, ich bin über 30, ich habe Mitleid. Richtig. Da sollte man eine Konstante draus machen oder eine Variable. So. Herz allerliebst. Jetzt kommt die Stelle, wo wir bis hierhin ist alles gut, ne? Fühlt sich auch irgendwie so an, wie bisher das Programmieren auch. Jetzt wollen wir gerne hier draufklicken können. Na? Tatsächlich möchte ich auch noch diesen Knopf hier animieren. Das machen wir prinzipiell. Ja, warum denn nicht hier? Mit der Methode Mouse pressed. Ja. Der. Das ist eine vordefinierte Methode von Processing oder Funktion oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die wird immer dann gerufen, wenn ich mit der Maus hier drüber bin und dann die linke oder die rechte Maus, das ist gerade egal, runterdrücke. Sobald ich die eindrücke, wird diese Mouse-Pressed-Methode gerufen. Wenn ich es wieder loslasse, wird eine andere Methode gerufen, die heißt Mouse-Released. Zusätzlich gibt es noch die Methode Mouse-Clicked, die wird gerufen, wenn ich beides gemacht habe. Okay, und es gibt noch eine Methode Mouse-Dragged, die wird gerufen, wenn ich irgendwie hier klicke, dann ziehe und dann wieder loslasse. Und wir wollen jetzt, wenn ich hier drauf gehe und Mouse-Pressed mache, also runterdrücke, dass der Knopf ein bisschen dunkler wird. Mehr nicht. Na? So, dafür müssen wir erstmal gucken, habe ich den Knopf denn gefunden? Habe ich da drauf geklickt? Na? Das machen wir natürlich, indem wir solche fröhlichen Abfragen machen, wie wenn irgendwie, ja, Button 1.x kleiner Maus X oder so ähnlich heißt das Kommando. Und ihr erinnert euch, ne? Genau wie ich gucke, ob ich mit dem Ball gegen so einen Stein geflogen bin. Ich gucke jetzt, ob meine XY-Koordinaten irgendwo in dem Bereich von meinem Button sind, von dem Rechteck, der den Button zeichnet. Dafür gibt es extra diese Variable Maus X und Maus Y, die sagen mir, wo ist mein Mauszeiger gerade. Und die muss ich jetzt gucken, in welchen Koordinaten bin ich. Und jetzt kommt das Problem mit den Koordinaten. Wir haben einen Button bei 200 bis 300, 200,330 und einen anderen bei 350,330. Und das müssen wir uns jetzt merken. Ja, kein Problem. Vielleicht haben wir später noch mehr Buttons, machen wir uns ein Array und merken uns diese Koordinaten. Tatsächlich, wenn ich ein Array auf Float mache, kann ich mir nur die x-Koordinate drin merken oder nur eine der beiden Koordinaten drin merken. Und dann muss ich ein zweites Array machen für die andere Koordinate. Das heißt, ich hätte jetzt so ein Array mit x-POS-Values für Buttons und ein anderes Array für Button-Y-POS-Values. Das haben wir bisher so gemacht, aber dass man diese zwei Dinge, die eigentlich logisch sehr eng zusammengehören, x-POS und y-POS, dass man das zweimal machen muss, ist der komplette Wahnsinn. Das ist irgendwie doof, das will man nicht. Und dementsprechend haben die Götter gesagt, kann man die nicht irgendwie so zusammenfügen? Und dann haben sie in C damals, das war kurz nach dem Krieg, das war so mit also die erste Programmiersprache war A, dann kam B, dann kam C. Na, deswegen heißt C C, weil es die dritte Programmiersprache war. Davor gab es noch Fortran, aber das zählt nicht. Dann haben sie gesagt, oh, wir brauchen die Möglichkeit, solche Gruppen von Variablen zu einem Datensatz zusammenzufassen, die wir dann zusammen zugreifen können. Und dafür haben sie das Struct, glaube ich, erfunden, heißt das in C. Na? Ein bisschen später haben die in Pascal das Ding dann Record genannt, weil Record ist das englische Wort für Datensatz. Ja, es heißt auch Schallplatte, aber eigentlich meint Record
Datensatz. Na? Dann kamen so 10, 20 weitere Jahre und dann hatten sie, ah, Structured Record ist irgendwie so konservativ, lass uns das Ding Class nennen. Na? Das heißt, die haben dann angefangen und gesagt, wir brauchen eine Klasse. So, ich habe, boah, nicht den, ich habe das mal vorbereitet und ich mache es jetzt ganz schnell wieder weg. So, ist nicht mehr da. Wir können so eine Klasse jetzt hier unten drunter bauen. Machen wir aber nicht. Weil jetzt langsam wird diese eine Datei hier zu voll. Und es ist relativ typisch, dass man sagt, so eine Datensatzbeschreibung, woraus besteht ein Datensatz, das machen wir in eine eigene Datei. Dann kriegen wir nochmal einen eigenen Namensraum, ein Stück weit. Und dann können wir die Sachen nochmal ein bisschen besser strukturieren und ein bisschen besser auseinandersortieren. Die ursprüngliche Motivation, warum wir jetzt mit solchen Klassen oder Structs oder Records anfangen, ist, wir wollten irgendwie unsere Sachen so ein bisschen besser sortieren, mehr Struktur in unser Programm bringen. In diesem Hauptdatei, die wir hier haben, da sind schon so viele komplizierte Namen drin. Diese ganzen vordefinierten Befehle von Processing sind da alle drin, vordefinierte Variablen, Maus X, Maus Y, Key, was es da alles gibt. Das ist schon so voll, da wollen wir jetzt nicht noch mehr Müll reintun. Wir tun das in eine andere Datei. Es gibt im Processing zwei Möglichkeiten, sowas zu machen. Das einfachste ist jetzt, du machst New Tab und sagst, ja, das soll wieder so eine Processing-Datei sein. Du könntest auch jetzt sagen, es soll eine Java-Datei sein. Das würde ich auch eigentlich lieber tun. Aber wenn du eine Java-Datei machst, funktioniert anschließend das PDE-Tool nicht mehr. Was doof ist. Deswegen lassen wir es jetzt mal als Processing-Datei. Das hat subtile semantische Unterschiede, über die wir hier uns nicht aufhalten müssen. Ignorieren wir einfach. Also wir machen eine Processing-Datei und geben der jetzt den Namen. Und wir geben jetzt da einen Namen an für einen benutzerdefinierten Datentyp, der eine Gruppe von Feldern X, Post, Y, Post und Text zusammenfasst, die einen Button beschreiben. Jo. Ich würde es jetzt, wir können es Button nennen. Ja, komm, warum denn nicht? Nennen wir es doch Button. Na, das ist jetzt einfach ein Button. Ist Button schon vordefinierter Name? Nee, das glaube ich nicht. Müsste gehen. Okay, nennen wir es doch mal Button. Na? So, und da schreiben wir jetzt so eine Datentyp-Definition rein. Wie soll soll so ein Button aufgebaut sein? Welche Variablen wollen wir uns für einen Button merken? Das geht mit dem Schlüsselwort Class. Und weil es so viel Spaß macht, geschweifte Klammern. Und dazwischen schreiben wir jetzt die Variablen, die wir uns pro Button merken möchten. Das Class muss klein geschrieben werden. Gott, bin ich alt, ey. Und dahinter muss der Name dieses Datentyps kommen. Da schreiben wir Button hin. Das sollte internationale Konvention, die Datei und die Klasse, die da drin enthalten sind, heißen immer gleich. So, und dann sagen wir, okay, wir wollen uns einen String merken. Das ist der Text, den wir in diesen Button reinschreiben. Und aus reiner Paranoia mache ich da mal einen Leerstring rein. Ich kann nachher sagen, warum ich da Paranoia habe. Dann hätte ich gerne einen Float für die X-Post von dem Button und ein Float für die Y-Post von dem Button. Soll erstmal reichen. Da fehlt ein Semikolon, danke. Okay. Na? Was ich jetzt definiert habe, ist im Prinzip einfach ein Konstrukt, von dem ich jetzt sagen möchte, das möchte ich jetzt gerne als Datentyp in meinem Programm verwenden. Das heißt, ich möchte jetzt gerne hinschreiben können. Ich möchte gerne einen Button haben. Das soll der Up-Button sein. Und das ist jetzt einfach eine Variable, in der ich mir einen Button merken kann. So wie ich mir
in ValueList ein Array merken kann oder wie ich mir in Text einen String merken kann, merke ich mir in der Variable UpButton eine Buttonbeschreibung, einen Datensatz für einen Button. Wir könnten das vielleicht besser Button Data nennen, da wäre es vielleicht ein bisschen klarer, aber ach, who cares. Ja, okay. Reiner Brainfuck, ihr gewöhnt euch da total schnell dran. Ist total cool, das so zu machen. So, dann muss man diese Variable natürlich initialisieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen Button bauen. Und das geht ziemlich genauso, wie wir das bei dem Array auch schon hatten. Das Problem ist wieder, dass der Button, der besteht hier aus drei Datenelementen. Der besteht aus diesem Text, aus der X-Boss und der Y-Boss. Das ist zu groß für eine einzige Speicherzelle. Und deswegen machen wir den gleichen Trick, den wir bei ValueList schon hatten. Wir machen uns eine Speicherzelle, nennen sie UpButton und da drinne merken wir uns die Adresse einer anderen Speicherzelle, wo die verschiedenen Elemente drinne sind. Und zwar ist hier vorne der String drinne. Dann hier kam die X-Boss drinne, das war glaube ich irgendwie 200. Und hier hinten kam eine 330 oder so ähnlich. Und diese X-Boss ist ein String. Strings passen nicht in eine Speicherzelle. Und weil wir da gar keine Schmerzen haben, schreiben wir den String hier unten irgendwo hin, ab U und P, und machen uns einen Zeiger auf dieses Ding. Oder merken uns nur die Stelle, wo wir es hingeschrieben haben. So, das heißt, in dieser Variable UpButton steht nachher die Adresse von einem Speicherblock, wo dann einzelne Datenfelder sind, wo wir uns dann die Elemente von so einem Button merken. Boah, ist das kompliziert. Huh, okay. Sorry, das kommt gleich wieder. Hoffe ich mal. Das müssen wir jetzt initialisieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier schreiben, leg mir so einen Speicherblock an für einen Button, wo ich mir die Datenfelder eines Buttons merken kann. Button Data hätte vielleicht doch schöner gewesen. Und das macht man mit dem New-Befehl. Der New-Befehl sagt, mach mir so einen Speicherblock fertig, ne? Hier oben hatten wir gesagt, mach mir einen Speicherblock für einen Integer-Array der Größe 23. Und hier sagen wir jetzt, heute mal mit runden Klammern dahinter, mach mir bitte einen Speicherplatz frei für so einen Button. Okay? Und dann anschließend kann ich, wenn ich das gemacht habe, kann ich bei dem UpButton, genau, auf diese Speicherelemente zugreifen, zum Beispiel auf das Textfeld von diesem UpButton. Text war ja eine Variable oder eine Feldbeschreibung innerhalb dieser Klasse Button. Und da kann ich dann sagen, hey, du wirst up. Na? Mit diesem Punkt sagt man in dem Speicherbereich für UpButton, möchte ich gerne auf das Feld Text zugreifen. Bei ValueList hatten wir gesagt, an der Stelle 0, da greife ich mit eckigen Klammern auf die Datenelemente zu. Bei Klassen greife ich mit einem Punkt zu. Hätte man auch mit eckigen Klammern machen können, hatten die keinen Bock drauf. Warum eigentlich? Puh. Damit du nachher noch Methoden drauf aufrufen kann, glaube ich. Die eckigen Klammern waren im Kopf bei den C-Leuten fest mit Arrays verdrahtet und Structs waren was ganz anderes. Da musste man das auch ganz anders machen. Tatsächlich sind die sehr ähnlich, ne? Das ist ein Block mit aus vielen Speicherzellen. Bei einem Array sind das welche, die sind durchnummeriert oder mit einem Index und die sind alle vom gleichen Typ. Bei einer Klasse habe ich auch einen Block von Speicherzellen. Die sind aber einzeln benannt und haben jede ihren anderen Typ, wenn man das möchte. Oder können jeder einen anderen Typ haben. Und deswegen greifen die da mit einem Punkt drauf zu. Naja, ist halt so. Ja, und jetzt würden wir sagen, UpButton.xPos war 200 und UpButton.yPos sind 330. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann steht jetzt hier in diesem Speicherblock für den UpButton an der ersten Stelle, da wo das Text drin ist, das können wir hier sogar noch drüber schreiben.
Deckt euch das weg. Das ist die Textzelle, das ist die XPOS-Zelle und das ist die YPOS-Zelle von diesem Up-Button. Und in der Textzelle steckt dann eben dieser Text ab drin, der ein Array of Character ist. Und hier stehen die Zahlen direkt drin, weil sie in eine Speicherzelle passen. Was bedeutet das fürs tägliche Programmieren? Wir haben uns jetzt hier diesen Typ-Button gebaut, diesen Datensatz-Beschreibung, haben gesagt, da ist ein Text, ein X-Post, ein Y-Post drin. Speicher nicht vergessen. Jetzt können wir in unserer normalen Programm sagen, oh, ich möchte gerne einen Button bauen. Diese Buttons müssen wir danach ganz oft zugreifen können, weil wir immer wissen wollen, welche Buttons habe ich und wo habe ich die denn eigentlich hingetan. Die mache ich mal auf die File-Ebene. Wo haben wir denn diesen Counter hingetan? Counter hier. Ach, das ist eine schöne Stelle. Da mache ich den mal hin. Das heißt, ich mache mir jetzt eine Variable von diesem neuen benutzerdefinierten Datentyp-Button. Die fangen immer mit Großbuchstaben an. Internationale Konvention. 3 Millionen Programmierer haben sich darauf geeinigt. Wenn ihr jetzt glaubt, der 3 Millionen Erste dürfte das anders machen, habt ihr euch geschnitten. Ne, gibt vollen Punktabzug. Es gibt ganz wenige Sachen, da sind die Informatiker total picky. Und Großbuchstaben von Klassen gehören auf jeden Fall dazu. Wir machen uns eine Button-Variable. Das soll der Up-Button sein. Ne? So, und der wird zu, ja, können wir jetzt hier schon New Button schreiben, zur Initialisierung, warum denn nicht? Ne? Und wir wollten einen Down-Button haben. Okay. Die Dinger brauchen noch ein bisschen mehr. Wir müssen uns ja jetzt bei jedem von diesen Buttons noch merken, was hatte der für einen Text und was hatte der für eine Koordinate. Wo sollte der hin? Wir könnten einen Konstruktor schreiben, aber es ist zu viel Neues auf einmal. Wir machen das mal ganz elementar von Hand. Wir haben diese Variable auf File-Ebene definiert, oder diese beiden, haben sie auf File-Ebene auch schon initialisiert. Das heißt, wenn die Setup-Methode gerufen wird, sind da schon Button-Objekte angelegt, also diese Speicherblöcke gibt es schon, aber stehen noch keine Werte drin. Das heißt, wir können jetzt hier hinschreiben, ab, nein, können wir nicht, warum nicht, wäh, nicht gespeichert. Warum macht er jetzt da keine Vervollständigung? Habe ich gelogen? Gibt's doch nicht. Bitte? Weiß nicht, was er für ein Problem hat. Jetzt geht's wahrscheinlich, oder? Ab. Nö. Hat er schon mal gekonnt. Komisch. X. Post wird zu. Moment. Den Up-Button haben wir bei 200, 330 getan. Und die Y-Post sind 330. Jetzt haben wir den Up-Button richtig initialisiert. Dann brauchen wir noch den Down-Button. Der hat die gleichen Elemente, aber da steht Down drin und der steht bei, lass dich nicht lügen, 350 zu 330, ne? Hier. Mhm. 350 zu 330. Herzallerliebst. So, dann sollten wir das Ding auch verwenden. Das heißt, hier bei diesem Draw-Button sollten wir nicht sagen, ab 200, 300, sondern da übergeben wir jetzt diesen Button. Das heißt, wir übergeben jetzt hier den Up-Button. Ich finde, er sollte das completion können. Hat er mal gekonnt, ich bin mir relativ sicher. Irgendwas kaputt gemacht. Ist abgeschaltet oder so?
Nun ja. Und hier hätte ich gern den Down-Button. Gut, dass ich das mit den 10 Fingern gelernt habe. Habt ihr die 10 Finger noch alle auf dem Schirm? Na? Übung nicht vergessen. So, PDE könnte mal ausfallen. Ah, weil hier unten eine Fehlermeldung drin ist, kriegt das nicht hin. Wenn das nicht fehlerfrei kompiliert, dann kann er das nicht machen. Den hier hauen wir gerade nochmal auf die Seite. Jetzt bauen wir gerade dieses Draw-Button noch um, damit das richtig funktioniert. Na? Das kriegt ja jetzt einen Button als Parameter, den es zeichnen soll. Das heißt, wir können diesen benutzerdefinierten Datentyp natürlich auch als Typ für irgendwelche Variablen nehmen und als Typ für irgendwelche Parameter. Und hier drinne weiß ich nicht, welcher von beiden jetzt gerade kommt, nenne ich es mal nur Button. Okay? Und dann Scroll tut er nicht zurück von alleine. Muss ich aber aufpassen. Hier, wo XPOS steht, muss jetzt natürlich Button.XPOS stehen. Weil ich die X-Position von dem Button haben möchte, den ich da übergeben habe. Ne? Jedem jetzt klar, was dieses Button-Punkt hier davor bedeutet? Ne, damit sage ich, greife nicht auf eine Variable YPOS allgemein zu, sondern greife auf dieses Datenfeld YPOS in diesem Button zu. Ganz schön abstrakt. Boah. Naja, komm, wir versuchen mal, ob es geht und dann gucken wir weiter. Das gleiche machen wir mit dem Text. Und da und da und da. Okay, das passt jetzt noch nicht mal mehr in eine Zeile. Ich breche es mal um. Was soll's. So. Und das soll jetzt funktionieren. Sieht noch so aus wie vorher. Haben wir offensichtlich alles richtig gemacht. Okay. So, und der Grund, warum wir das gemacht hatten, war ja, wir wollten in diesem Mouse-Pressed möglichst elegant prüfen können, habe ich diesen Button angeklickt oder nicht. Na? Und das müssen wir jetzt für zwei verschiedene Button prüfen. Wie machen wir es am geschicktesten? Ja. Eine Methode wäre cool, ne? Dann machen wir doch eine Methode, eine Boolsche-Methode. Ja. Ne? Wir sagen so, if Button pressed. Finde ich sehr schön. Und zwar nicht irgendein Button, sondern der Up-Button. Wenn das True zurückliefert, dann wollen wir irgendwelche Dinge tun. Na? Dark Gray. Oder so ähnlich. Ja, wunderhübsch. So, und diese Methode Button pressed. Die bekommt einen Button, nennen wir ihn doch Button, als Parameter. Also dieses Button und dieses Button kann man überhaupt nicht voneinander verwechseln, weil internationale Konvention sagt ja, der Datentyp fängt mit einem Großbuchstaben an und die gleiche internationale Konvention sagt, die Variable fängt mit einem kleinen Buchstaben an und deswegen sind das natürlich völlig unterschiedliche Dinge. Klar, ne? Und wenn ich das hier tatsächlich anders schreiben würde, wird mich wahrscheinlich der Blitz treffen, aber auf jeden Fall würde der auch gleich eine Fehlermeldung anzeigen, wenn er mit der hier fertig ist. Ich mache es mal wieder richtig. Erstmal müssen wir oben diesen Fehler wegkriegen. Ich habe hier aus purer Gewohnheit gesagt, das gibt Void zurück. Das tut es natürlich nicht. Wir wollten, dass das einen boolschen Wert zurückgibt. Ja. Der Button ist gedrückt oder nein, der Button ist nicht gedrückt. Button. Jetzt, oh, Entschuldigung. Ist nicht mein Tag. Da muss natürlich Boolean stehen. Na? Nochmal Bool war der Typ, der es erfunden hat. Rechne mit wahr und falsch. Und deswegen heißt der Typ Boolean.
So, da muss man einen Return machen. Sonst ist der total unglücklich. Wann haben wir denn diesen Button gedrückt? Wenn die Button XBoss kleiner gleich Maus X ist und Maus, ich mache das immer so, wenn ich wissen will, bin ich in dem Intervall. Maus X kleiner gleich Button YPOS. Warum passt denn das da nicht hin? Ist doch albern. So, bitte. Entschuldigung, danke. Da muss natürlich XBoss stehen. Button XBoss. Ne? Also, die Maus-X-Koordinate ist zwischen XBoss und XBoss. Da müsste noch ein bisschen was drauf. Ne? Diese Größe von dem Button. Jetzt wäre es mal langsam Zeit für eine Konstante. Ne? Hier diese 60. Da müssten wir mal eine Konstante draus machen. Die könnten wir zum Beispiel in den Button tun. Na, weil da gehört sie irgendwie hin. Oder? Das heißt, wir machen uns jetzt hier mal noch so einen Float von mir aus. Nennen wir ihn doch Width. Ja, Breite des Buttons. Wir könnten das auch Button Width nennen, aber nachher, wenn wir es benutzen, haben wir eine Variable, My Button oder Up Button oder Down Button oder nur Button, von der wir schon wissen, dass das vom Typ Button ist, und dann ist My Button Punkt Button Width irgendwie doof, und deswegen schreiben wir da nur Width. Und die sollte 60 oder so sein. Ne? Wundervoll. So, dann gehen wir hier hin zurück und dann nehmen wir diese 60 hier. Damit ich Completion habe, kommentiere ich das hier nur gerade mal kurz aus und mache hier mal so ein Return True. Das ist nur, damit das Ding fehlerfrei kompiliert. Unreachable Code, wo? So. Und ich Completion wieder habe. Das PDE wieder funktioniert. Und jetzt wollten wir diese 60 hier ersetzen. Hey, mit Button.width. Ah. Width. Und da kam es auch nochmal vor, ne? Wundervoll. Sehr, sehr schön. Prinzipiell ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man nachher keine Zahlen mehr irgendwo stehen hat. Dann hat man alles richtig in Variablen getan. Über diese beiden Dinge hier müssen wir nochmal sprechen. Und hier über diese Farbe hier vielleicht auch. Okay. Wunderschön. So. If button.xboss kleiner gleich Maus X und Maus X kleiner button.xboss plus button.width. Und jetzt ist es zu lang geworden, brechen wir die Zeile um. Okay. Ungefähr dann würden wir was machen, ein Return True eigentlich am Ende. Und dieses im Else-Fall, wenn das nicht geklappt hat, dann würden wir gerne, Entschuldigung, oh, bin leicht erkältet, irgendwie wirft mich das doch aus der Bahn hier heute. Return false. Nein. Noch ein paar Semikolons reinstreuen. Schon relativ dicht dran. Da fehlt ihm jetzt die runde Klammer. Herz allerliebst. Jetzt haben wir aber nur die X-Koordinate. Jetzt wissen wir, dass wir mit der Maus zwischen dem linken und dem rechten Rand von diesem Button sind. Das haben wir ja beim Brick genauso prinzipiell gemacht. Aber wir müssen nach oben und unten auch noch aufpassen. Das geht jetzt wieder so wie bei den Steinen früher. Und die Button YPOS kleiner gleich Maus Y und Button YPOS, nee, falsch, Maus
y kleiner gleich Button y Boss. Okay. Ah, Basslevel, richtig. Height. Ach ja, Plus sollten wir da machen, ne? Da war sie wieder, die 24, Hausaufgabe. Ja? 24 ist die Zeilenhöhe. Wie hoch ist der Button? Rectangle ist auch 24, ja, ja. Bitte? Die Y-Post ist die obere linke Ecke von dem Button. Ich finde, es sieht gut aus. Okay. So. Und dann machen wir hier if button pressed, dann macht das Ding doch mal dark gray. Ah. Warum machen wir das hier? Eigentlich finde ich das doof. Wir machen das mal anders. Lass uns doch mal den Kram hier so lassen. Und dann machen wir hier Button pressed Down Button. Oh. Ich lande eben auf dieser Shift-Feststelltaste. So. Und dann machen wir, anstatt hier einen Return zu machen, Void war doch richtig. Machen wir dieses, ändere die Farbe einfach direkt. Na? Change Color. Wenn er nicht gedrückt ist, ist er so Light Gray. Ne? Hellgrau. Wie spät haben wir? Viertel nach, noch ganz viel Zeit. Wunderhübsch. Okay, Light Gray. Jetzt haben wir noch mal ein kleines Problem. Wir müssen jetzt die Farbe ändern. Das Draw-Button haben wir aber hier unten gemacht. Hier wird das Ding gemalt und die Hintergrundfarbe wird hier gesetzt. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Variable, in der wir die Farbe, in der gemalt werden soll, übergeben. Klar, sonst geht's nicht. Ne? Und, tja, wo tun wir diese Farbe mal hin, in der jetzt gerade gemalt werden soll? Wie wäre es mit Button? Ne? Das ist mal ein Int, glaube ich. Color. Wir müssten jetzt eigentlich alle drei Komponenten machen, aber wenn wir es eh grau haben wollen, dann nennen wir es doch Grayscale oder irgendwie sowas. Okay? Grauskala, irgendwie so. Und der ist vordefiniert mit 230 oder so. Na? Hellgrau. Okay. Und dann machen wir in dem Draw hier ein Button.grayscale. Dreimal. Okay. Jeder eigentlich glücklich? Ne, wir haben einfach gesagt, wir schlagen den Button, in welcher Farbe er gerade gemalt werden möchte. Und hier bei Change Color sagen wir einfach irgendwie Button.grayscale wird zu. Da soll dunkler sein. Also weniger Farbe drauf geben. 200. Finde ich cool. Entschuldigung. Button.grayscale gleich 230. Aus den 200 und 230 sollte man auch mal irgendwo eine Konstante machen. So, und das soll jetzt funktionieren. Wow. Der ist grau geworden. Hat das jeder gesehen? Wenn ich da raufklicke, wird der grau. Der übrigens auch. Wow. Ich finde es schon sehr, sehr schön.
Bei dem Phil, wenn man nur eine Zahl übergibt, muss das, glaube ich, eine Zahl sein, die so aus 3 Byte zusammengesetzt wird. Also die erste Farbe mit 255 multipliziert plus die zweite Farbe, das nochmal mit 255 multipliziert plus die dritte Farbe. Also wird in einer großen Integer werden diese 3 kleinen Zahlen kodiert. Weiß ich aber nicht genau. Kann auch nur einfach eine eingeben. Okay, habe ich immer anders gedacht. Wer die Doku liest, ist klar im Vorteil. Okay. Danke. Wow, wunderhübsch. So, wunderhübsch. Wie spät haben wir? 11 Uhr. Ah, das schaffen wir noch. Mache ich jetzt ein Maus released? Machen wir Maus released. Okay. Ich mache jetzt mal was, mach das nicht zu Hause nach. Na? Wir machen mal ein fröhliches, kleines Copy-Paste. Das soll man nicht tun. Dabei entstehen immer Fehler, weil man immer vergisst, irgendwelche Stellen zu kopieren. Ich habe jetzt einfach diesen ganzen Mauspress- und Buttonpress-Teil kopiert und fange das jetzt an, umzubenennen. Und sage, hey, es gibt auch noch die Methode Maus released. Hallo? Wunderschön. Und dann nehmen wir dieses Released hier. Die wird gerufen, wenn ich den Button wieder loslasse. Ne? Und dann ersetzen wir hier dieses Pressed durch das Released. Und hier auch. Okay. Und jetzt sage ich, hey, wenn ich den Button loslasse auf einem Button-Objekt, dann möchte ich gerne, dass diese Color sich wieder ändert. Die soll wieder zurück auf Light Gray, also genau andersrum, als wir es hier haben. So. Und ich möchte, das ist ja jetzt, ja, dann kommt es drauf an. Wenn es der Up-Button ist, möchte ich, dass der Counter hochgezählt wird. Wenn es der Down-Button ist, möchte ich, dass der Counter runtergezählt wird. Dafür muss ich jetzt wieder eine Pfeilunterscheidung machen, die schachtel ich mal hier rein. Also, if der Button, um den es hier geht, dem sein Text. Und jetzt wäre ich eventuell versucht zu schreiben, gleich, gleich ab. Entschuldigung. Das funktioniert vielleicht relativ oft, aber nicht immer. Das Problem ist, dieser Gleich-Gleich-Operator vergleicht wirklich, ob die beiden Speicherzellen den gleichen Inhalt haben. Es kann mir jetzt aber passieren, jetzt passt ja in die Speicherzelle der String nicht wirklich rein. Das heißt, es wird ein anderer Speicherblock angelegt, wo dann dieser String UP drinne ist. Und wenn die Götter einen ganz schlechten Tag haben, dann macht er für dieses Up-Button.Text mir hier unten so ein Ding auf. Und wenn ich dann sage hier, if irgendwie Up-Button.Text gleich, gleich, und jetzt mache ich hier eine neue Stringkonstante ab hin, dann kann es durchaus sein, dass der Compiler sagt, oh, da machen wir mal im Konstantenbereich uns ein Array und schreiben da diesen String rein. Das heißt, dieser String ist unter Umständen da gespeichert, während dieser String hier gespeichert ist. Und da an dieser einen einzigen blöden Stelle schlägt es zu, dass ein String auch so eine Art Array ist, ein Array von Buchstaben ist. An allen anderen Stellen haben sie es vermieden, aber an der Stelle schlägt es zu. Wenn ich jetzt in dem Button.Text den String UP up drin stehen habe, ab drin stehen habe,
Und hier in diesem Vergleich nochmal den String up drin stehen habe, dann kann es mir sehr leicht passieren, dass das zwei verschiedene Character Arrays irgendwo an verschiedenen Stellen in meinem Hauptspeicher sind. Und wenn ich das jetzt mit gleich vergleiche, dann sagt er, oh, hier in button.text steht die Speicheradresse 1337 drin. Da ist der eine Text und hier oben ist 4 mal die 11 oder 4 mal die 1 meine ich natürlich, ist 1111 drin. Und dann sagt er, hey, in dieser einen Speicherzelle steht was anderes als in der anderen Speicherzelle, also sind die nicht gleich. Das heißt, er würde jetzt sagen, button.text ist nicht gleich dem String up, obwohl die Strings intern eigentlich gleich sind. Das ist eine ganz böse Falle. Und da tappt man ungefähr 300 Mal rein, bis einem das um die Ohren fliegt und dann sucht man ungefähr 24 Stunden nach diesem Fehler, muss typischerweise 4 andere Leute fragen, bis irgendeinem das dann auffällt. Und ab danach macht man es nie mehr wieder. Dann weiß man, dass das Strings müssen immer, darf man nicht mit gleich vergleichen, weil es sonst schief geht. Tatsächlich ist das Gemeine, relativ oft kriegt der Compiler es doch richtig hin. Der ist total geizig, wenn er solche String-Konstanten anlegen soll. Und der sagt, oh, das ist ja zweimal der gleiche String, dann nehme ich doch die gleiche String-Konstante dafür. Das kriegt der relativ oft hin. Ob der das über Klassengrenzen hinweg hinkriegt, weiß ich nicht so genau. Aber der gibt sich da echt Mühe. Aber manchmal kriegt er es nicht hin und wenn man sich richtig viel Mühe gibt und Strings aus zwei Sachen zusammenbaut oder sowas, dann geht irgendwann geht's mal schief. So, langer Rede, kurzer Sinn, das da darf man um Gottes Willen nicht machen. Was man machen muss, es gibt eine Methode, equals heißt die, und die ruft man auf einem String auf. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal gelernt. Auf einem Array konnte man .length fragen. Erinnert ihr euch? Na? Du konntest so ein Array fragen, gib mir mal bitte deine Länge. Und genauso kann man einen String fragen, bist du gleich ein anderer String? Und das ist eine Funktion, die wird implementiert, equals heißt die, das ist in der Babels-Bibliothek von Java drin, und die macht jetzt wirklich Buchstabe für Buchstabe einen Vergleich der enthaltenen Texte. Puh, button.text equals up. Okay. So, und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann machen wir Counter. Ihr erinnert euch, wir hatten einen Counter. Ne? Da machen wir mal ein Plus, Plus, Plus. Ein Plus, Plus drauf. Und else if. Das ist jetzt ein bisschen picky. Wir haben ja nur 2 Buttons. Aber aus Symmetriegründen werden die mal gleich behandelt. Wenn der Down-Button geklickt wird, bist du? Dann machen wir einen Counter minus minus. Okay. Hallo? Ja. Und wenn das jetzt funktioniert, dann machen wir schnell noch ein Textfeld. Hey. Schade irgendwie. Also hochzählen funktioniert. Aber irgendwie der hier ist komisch, ne? Runterzählen funktioniert noch nicht. Aber dass der andere mitwackelt, ist irgendwie schade. Ne? Das macht das Maus released. Button released. Genau. Der sagt jetzt nur, ich habe das losgelassen in diesem Button. Dann mache ich ihn auf hell und else mache ich ihn auf dunkelgrau. Na, auch, also wenn ich irgendwo loslasse, dann werden sie beide dunkel. Ne? Wenn ich irgendwo presse, werden sie auch beide hell. Sehr spannend. Ja, das ist richtig. Wenn ich irgendwo presse, werden sie beide hell, weil keiner von ihnen ist angepresst. Aber wenn ich loslasse,
werden sie beide dunkel, das ist falsch. Das heißt, die dürfen dieses, mach es auf dunkelgrau. Warum mache ich das überhaupt? Jetzt kein tiefliegenden Grund für, ne? War irgendwie Symmetrie. Lass uns das mal weglassen. Copy-Paste-Fehler. Genau, macht kein Copy-Paste. Hey, der funktioniert jetzt schon mal. Aber der hat noch ein Problem. Da steht Down-Button. Wer hat das denn da hingeschrieben? Wow. Herz allerliebst. Okay. Wir haben noch prinzipiell eine Viertelstunde Zeit. Wir haben 2 Minuten vor halb, wir haben Viertel nach ungefähr angefangen. Können noch ein bisschen was tun. Das wird jetzt aber wieder so hektisch wie immer. Gegen Ende kommen noch ganz wichtige Sachen für die Hausaufgabe. Was wir jetzt als nächstes brauchen, und es wird Teil der Hausaufgabe sein, und wir machen das dann einfach in den Übungen, haben wir da auch mal ein bisschen was gelernt, ist so ein Texteingabefeld hier unten. Na? Und die Hausaufgabe wird dann wahrscheinlich sein, ich muss das mit Marco nochmal auspaldowern, baut das, was ich jetzt gemacht habe, heute hier zu Hause nach. Also baut tatsächlich selber euch so eine Klasse Button und dieses Button Pressed und Button Released Ding. Und danach baut doch bitte mal so ein Texteingabefeld, das nennt man sehr gerne Textfield, in dem man editieren kann. Na? Und das geht im Wesentlichen genauso wie der Button auch, man macht ein Rechteck, man schreibt daran einen Text, am Anfang den leeren Text, also eigentlich ist Button und Textfeld eigentlich genau die gleiche Klasse, und dann sagt man aber, okay, wenn du angeklickt wirst, dann setze bitte so einen Cursor, so einen senkrechten Strich, und dann muss man die Methode KeyPressed überschreiben. Das hatten wir auch schon mal mit dem Keys, hatten wir diese Pedals gesteuert. Und man kann wahlweise so eine Variable abfragen. Diesmal brauchen wir die Methode. Die liefert uns sauber immer jeden einzelnen Tastendruck zurück. Und was wir dann machen, wenn ich hier reingeklickt habe in das Textfeld und ich drücke dann auf den Buchstaben H, dann nehmen wir einfach den Text, der diesem Textfeld zugeordnet ist, und hängen ein H an diesen Text an. Und dann zeigen wir das Ganze wieder an. Und das machen wir beliebig für alle Buchstaben, A, L, L, O, dann steht da Hallo in diesem Textfeld. Na? Und das geht ziemlich genauso wie mit diesen Buttons auch. Sollen wir da gerade mal mit anfangen? Die Keypressed-Methode machen wir mal. Ne? Das heißt, wir machen uns jetzt ein neues Ding, und weil ich jetzt gerade keinen großen Bock habe, irgendwas Kompliziertes zu tun, nennen wir es doch auch Button. Ne? Also das ist jetzt, wir können die Klasse Button nachher umbenennen, dann haben wir das Problem nicht mehr. Aber ich mache mir jetzt einfach noch einen Button, und das ist dann halt ein spezieller Button, den verbrauchen wir als Textfield. Ne? Input Field nenne ich das Ding. Okay. Und den behandeln wir dann beim Mauspressen ein bisschen anders. Der ist dann auch grau, das ist irgendwie doof, ne? Wir können ja die Color setzen. Naja. Field ist doch irgendwie, ja, ist egal. Wir schaffen es nicht anders. So, Input Field, dann gab es hier diese Setup-Methode. Sit. Den Text setzen wir einfach mal als leer. Ja? Die XPOS, wo wollen wir es hinhaben? 100. Ah, 200 war cool. Und die Y-POS auch 200, komm, das wird schon ungefähr passen. Und dann müssen wir beim Draw
eben nochmal so einen Rohrbraten machen. Input Field. Und weil wir wollen, dass der aber nicht so grau aussieht, machen wir hier noch ein Down-Button. Wieso Down? Da muss Input hin. Input Field. Copy-Paste. Echt schlimm. Tut das nicht zu Hause. Ctrl-V. Da setzen wir diese Grayscale auf 255, ne? Dann ist der weißgrundig. Passiert jetzt schon was? Da ist jetzt schon so ein Eingabefeld. Ich finde, es ist ein bisschen zu niedrig. Input Field würde ich dann eher so bei 100 setzen. Aber sonst, und dann ist es mir ein bisschen schmal. Dot Width. Machen wir mal so ein 200er Feld. So. Schön. Hier kann man nach wie vor klicken. Hier kann man jetzt auch klicken. Nee, kann man nicht. Weil es nicht Up und Down heißt. Ne? Okay, dann machen wir bei Mouse Pressed uns einen Marker. Ach, wird überbewertet. Ich mache jetzt nur noch die Keypressed-Methode. Key Pressed. Wunderbar. So, jetzt würde ich eigentlich, wenn in der Mauspress-Methode sagen, das Feld ist jetzt selektiert. Das macht Sinn, wenn man mehr als ein Eingabefeld hat. Ne, wenn ich so ein Formular habe mit Name, Vorname, Alter, you name it, dann habe ich viele von diesen Eingabefeldern. Da möchte ich wissen, in welchen tippe ich jetzt gerade. Da muss man den Fokus, nennt sich das, setzen. Das heißt, man muss sich einfach sagen, hier, das ist gerade angeklickt. Das kann man machen, indem man die Color sich zum Beispiel irgendwie von dem Feld ändert. Und dann weiß man, ah ja, das ist jetzt gemeint. Oder man macht sich noch ein Attribut in dieser Button-Klasse und sagt, ich bin gerade übrigens gedrückt. Oder ich habe den Fokus. So, und dann sagt man in diesem Keypressed, im Großen und Ganzen, füge ich einfach stumpf dem Text, der da gerade gedrückt worden ist. Hier haben wir jetzt mal nur einen. Das ist das Input-Field. Das hatte einen Text. Und dem füge ich jetzt einen Buchstaben hinzu, der gerade gedrückt worden ist. Hinzufügen geht natürlich mit Plus gleich. Nein, ich kann auch Input Field wird zu nochmal machen, aber nicht nur der Plus-Operator ist überladen, auch noch der Plus-Gleich-Operator. Und dann füge ich dem einfach einen Key zu. So, wenn ich das gemacht habe und lasse das jetzt laufen, dann kann ich jetzt hier reinklicken oder auch sein lassen und dann kann ich Hallo schreiben. Welt. Wow. Na? Okay. Wow. Ich finde es cool. Das ist jetzt noch ein bisschen blöd. Ne? Der Text ist zentriert. In so einem Text-Input-Feld ist der immer linksbündig. Und ich sehe nicht, wo ich schreibe. Ich hätte da gerne so ein Karree, nennt sich das. So einen kleinen senkrechten Strich, hinter, wo gerade die Schreibposition ist. Und wenn ich jetzt Entfernen, nee, Rücktaste drücke, um Buchstaben zu löschen, dann erscheinen hier komische Dinge. Auch unschön. Ne? Diese Rücktaste muss man tatsächlich mit einem Keycode abfragen. Die liefert einen Key zurück, aber der ist nicht druckbar. Key ist eigentlich der Buchstabe, die Taste, die ich gedrückt habe. Aber es gibt Tasten, da sind gar keine Buchstaben drauf. Und wenn ich die drücke, liefern die was Komisches zurück. Das kann man prinzipiell auch abfragen, aber was man tatsächlich macht ist, diese Tasten haben außer dem Buchstaben, der da drauf gemalt ist, außerdem noch eine, sind die nochmal durchnummeriert. Und die haben einen international standardisierten Keycode, der glaube ich sogar davon unabhängig gerade ist, ob man eine amerikanische oder eine deutsche Tastatur hat. Und dann kann man so eine Abfrage machen, oh,
Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, jede Menge. Also wenn der Keycode, das ist eine andere Variable, ne? Und zufällig weiß ich jetzt, dass diese Rücktaste den Keycode 8 hat. Wenn der Keycode eine 8 ist, das ist eine laufende Nummer, dann mache ich den Text 1 kürzer. Das will ich noch zeigen, das ist nämlich saukompliziert. Sonst hänge ich einen Buchstaben an. Ne? Ctrl-T. So, und Buchstaben 1 kürzer, den Text 1 kürzer, funktioniert im Wesentlichen so, dass ich sage, okay, der Input-Field.Text wird eigentlich der alte Input-Field-Text, aber nur ein Teil davon. Und für diesen Teil gibt es das fröhliche Substring, Entschuldigung, Substring-Kommando. Und zwar gibt es das mit einem und mit zwei Parametern. Wir brauchen das mit zwei. Und dann kann ich sagen, ich hätte gerne von diesem langen Character-Array nur einen Ausschnitt. Und zwar möchte ich den Ausschnitt von Index-Number 0 bis 1 vor Ende. Der letzte hat Substring. Passt hier nicht hin. Moment, wir brechen das einfach mal stumpf um. Das darf man. Und hier geht es jetzt weiter mit InputField.Text. Das ist der Text. Der hat eine Length. Heute mal mit Klammern. PDE weiß das. Ne? Entschuldigung. So. Bis dahin wollte ich ungefähr. Aber tatsächlich habe ich, wenn ich Length habe, wenn der nur einen Buchstaben hat, dann will ich vom Buchstaben, dann will ich danach keinen Buchstaben mehr. Dann möchte ich 0 haben und der letzte Index oder der erste Index, den ich nicht mehr haben möchte, den muss ich hier angeben. Und Length ist eine 1 bei einem Buchstaben, würde ich ab dem Index 1 nicht mehr kaufen. Aber der Buchstabe, den ich loswerden möchte, ist der erste, der ist auf 0. Deswegen muss man hier noch minus 1 rechnen. Und wenn man das ungefähr 400 Mal gemacht hat, weiß man das. Und vorher muss man immer ein bisschen rumraten. So. Und wenn ich jetzt hier reinschreibe, Hallo, und dann Rücktaste drücke, wird der Text kürzer. Boah. Okay. Und jetzt fehlt noch hier hinten ein Strich dahinter, lasse ich euch als Hausaufgabe. Okay, ich denke, da kommen wir mit hin. Bitte. Oh. Wenn man zu oft Leertaste drückt, schmeißt er hier unten eine Exception. Das ist echt cool. Na? Dann ist er ziemlich unglücklich. Ordentliche Menschen fangen das ab. Na, das heißt, wir würden dieses Kürze den Text nur machen, wenn es auch einen Text gibt. Oh, mein Gott. If input field.text.length echt größer 0. Dann mache ich den Kram und nur dann. Okay? Ctrl-T. So, jetzt fliegen keine Exemptions mehr. Mein Gott, kleinlich. Okay. So, dann haben wir jetzt schon mal zwei Bauelemente zusammen. Das heißt, wir haben prinzipiell so einen Button, den man klicken kann, wo man dann beim Release typischerweise die Aktion ausführt, die wir diesem Button zuordnen. Und wir haben ein Texteingabefeld so ungefähr gebaut, in dem wir Texte editieren können. Na, wir sehen den Cursor noch nicht, das machen wir als Hausaufgabe. Wir wollen das gerne linksbündig haben, das müssen wir in der Draw-Methode uns überlegen. Letztendlich ist der Trick, dass wir dem hier sagen, ja, du hast zusätzlich, geh doch mal da oben hin. Wir könnten verschiedene Klassen dafür machen.
Wir könnten eine Klasse Button machen und eine Klasse TextField. Ist das das Sauberste? Wir wollen nachher ein Array haben, wo wir alle Graphical User Interface Elemente abeiern und auf jedem immer Mouse Pressed und Draw und sowas alles aufrufen. Im Augenblick rufen wir das für jedes Element einzeln aus. Wir werden nachher viele haben und dann ist es praktisch, die in ein Array zu tun. Dann ist es doof, wenn es unterschiedliche Typen hat. Tja, doof oder doof, ne? Also es bleibt doof. Ja, macht eine eigene Klasse Textfield, dann haben wir das sauberer. Ne? Dann kriegen wir das vernünftiger und dann haben wir die Dinge vernünftig getrennt. Ja, hilft alles nichts. Gut, das heißt, wir machen eine Kopie von der Klasse Button, nennen das Ding Textfield, überlegen uns, was da drin ist, machen dann eine Draw-Textfield-Methode und eine Textfield-Pressed-Methode und eine Textfield-Keypressed-Methode und dann klappt das alles ziemlich genauso, wie wir das wollen. Wunderbar. Und dann können wir nächste Woche so eine To-Do-Liste basteln, wo wir dann eben viele, viele Checkboxen haben. Das ist ein neuer Typ, den wir noch bauen müssen. Und jedes Mal, wenn wir einen Text eingegeben haben, erscheint eine neue Checkbox da oben und dann haben wir schon unser erstes sinnvolles Programm gebaut. Danke für die Aufmerksamkeit.